So ist es nicht unbedingt die Gewichtsverlagerung, es ist das da. Ich denke, du spielst lange genug Golf, du kannst den Release verwenden, um den Schlag leichter zu machen. Ballposition bevorzuge ich in der Mitte. Du merkst, beim Aussollen sind meine Handgelenke nicht steif. Aber jetzt von hier denke ich immer daran, dass meine Hüftdrehung und Armbewegung von der Geschwindigkeit gleich sind. Ich dosiere mit meinem Bauch, mit meiner Hüftdrehung. So habe ich mehr Gefühl, wenn ich den Ball etwas kürzer spielen möchte oder länger. Ich starte den Abschwung mit der richtigen Geschwindigkeit. Der Winkel ist immer noch da, der leichte. Und das gestattet es mir, durch den Ball die Hände frei zu lassen. Und dieses Freilassen sorgt dafür, dass ich den Boden auch dann später treffe. So ist es nicht unbedingt die Gewichtsverlagerung, es ist das da. Wenn ich den Winkel halte, da ist es sogar möglich, den Boden zu früh zu treffen. So, ich mache es einmal vor. Gleiche Geschwindigkeit und Release. Und das Knacken hat man gehört. So, dieses Lösen macht nicht den Schlag komplizierter, sondern wirklich, wirklich viel, viel einfacher. Da passiert automatisch eine leichte Beschleunigung durch den Ball. Aber das ist, nachdem ich eher ruhig den Abschwung gestartet habe, eher ruhig meine Hüfte gedreht habe und dann mache ich das. Probier es mal aus, wirklich ganz gut für nicht ideale Lagen.